Prinz Harry und Herzogin Meghan werden am 4. August auf CBS Sunday Morning in einem exklusiven Interview über ihr neuestes Projekt zur Unterstützung von Eltern sprechen, deren Kinder von Online-Gefahren betroffen sind. In einem veröffentlichten Teaser sprechen die Sussexes mit Moderatorin Jane Pauley über ihre Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, und ihre Bemühungen, das Internet sicherer zu machen. Herzogin Meghan betont in dem Clip: Unsere Kinder sind noch jung, sie sind 3 und 5 Jahre alt und sie sind einfach wunderbar. Als Eltern möchte man sie nur beschützen. Wir sehen, was im Online-Bereich passiert und wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Wir sind froh, ein Teil dieser Veränderung zu sein. Prinz Harry fügt hinzu: An diesem Punkt müssen alle Eltern zu Ersthelfern werden. Selbst die besten Ersthelfer der Welt könnten die Anzeichen eines möglichen Suizids nicht erkennen. Das ist das Erschreckende daran. Die letzten Bilder von Archie und Lilibet wurden in der 2022 erschienenen Netflix-Doku Harry und Meghan veröffentlicht. Es wäre möglich, dass Harry und Meghan im Zuge des CBS-Interviews neue Bilder ihrer beiden Kinder zeigen.